Fitness mit Marc, Folge 299. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Mitte der 90er Jahre teilte er sich einen Internetzugang mit seinen zwei besten Kumpels, Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Heute habe ich Verstärkung hier an Bord. Wir reden über das A der Marc-Formel, die ausgewogene Ernährung. Eine Dame ist da, sie ist Ernährungscoach und sagt von sich selbst, wir haben doch irgendwie alle keine Zeit. Früher habe ich immer gesagt, ich arbeite so viel. Doch heute arbeite ich noch mehr und ich habe meine Ernährung besser im Griff denn je. Sie hat ein neues Buch geschrieben, ihr zweites schon, und das nennt sich No Time to Cook. Und das ist spannend, denn es ist ein Buch mit vielen Kochrezepten und sie sagt von sich selbst, ich koche überhaupt nicht gern, aber ich esse trotzdem gesund. Sie ist Ernährungscoach und hilft Menschen dabei, ihre Ernährung wieder in den Griff zu bekommen. Und sie ist auch Podcasterin. Hat einen Podcast, den vielleicht der ein oder andere hier auch schon kennt, nennt sich No Time to Eat. Und das ist einer der beliebtesten Ernährungspodcasts hier in Deutschland. Und heute ist sie zu Gast zum zweiten Mal und verrät dir, wie du dich auch dann gesund ernährst, wenn du eigentlich weder Zeit noch Lust dazu hast. Sarah Tschernigow. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Sarah Tschernigow. Diese Fitness mit Marc Folge wird dir präsentiert von audible.de. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot und als Abonnent kannst du jeden Monat ein beliebiges Hörbuch frei wählen und behalten. Ich habe seit vielen Jahren ein Audible-Abo und die meisten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich eigentlich gehört. Beim Sport, beim Wäschewaschen, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen. Das Abo kostet normalerweise 9,95 im Monat. Es sei denn, du hörst Fitness mit Marc und gehst auf fmmbuch.de. Dann bezahlst du nur die Hälfte, 4,95 pro Monat, und zwar für ein halbes Jahr. Dieses spezielle Angebot gilt wirklich nur für Fitness mit Marc-Hörer, also geh auf fmmbuch.de, trag dich dort ein und spare 50% für ein halbes Jahr. Die Seite heißt fmm wie Fitness mit Marc, buch.de. Okay, genug Werbung, zurück zur Folge. Kurzer Nachtrag, wir gehen ja auf die Folge 300 zu und es ist soweit. Diese Folge ist mir einmal passiert. Ich habe aus Versehen das falsche Mikro ausgewählt und mein Sound ist leider nicht so, wie du es gewohnt bist. Ich glaube, du kannst mich trotzdem ganz gut verstehen. Sarah ist natürlich als absoluter Radioprofi exzellent zu verstehen und sie hat den größten Redeanteil. Deswegen sieh es mir bitte nach und jetzt steigen wir ein in dieses Interview mit Sarah Tschernigow. Bis gleich. Ja, heute zu Gast Sarah Tschernigow. Moin, moin, Sarah. Ja, hallo Marc. Richtig cool, dass wir wieder was zusammen machen nach so langer Zeit. Ja, freut mich auch. Es war, glaube ich, anderthalb Jahre jetzt, Mensch. Es ist ein Wahnsinn. Ja, Zeit rennt. Was gibt's heute bei dir zum Dinner? Was gibt's heute bei mir zum Dinner? Ich mache am liebsten mir Ofengemüse tatsächlich. Das ist so, ja, was auch total zu No Time to Eat passt, ne? Das ist immer so dieses einfache, schnelle für Kochfaule und ich spare auch gerne den Abwasch. Deswegen bin ich immer nicht so ein Freund davon, dass ich jetzt hier noch eine Pfanne und da noch einen Kochtopf, sondern was ich wahnsinnig gerne mache, ist, ich nehme mir Gemüse, zum Beispiel Brokkoli und Blumenkohl habe ich noch im Kühlschrank ein bisschen was da und schneide mir da einfach ein paar Stücken raus. Meistens nehme ich dann vielleicht noch irgendwie so ein Fischfilet oder sowas und packe das aufs Blech und fertig. Das packst du alles auf ein Blech drauf? Packst du dann da Backpapier drunter? Ja, das mache ich dann schon, weil wie gesagt, es ist, ich bin ja faul. Also ich möchte ja das Blech im Idealfall überhaupt nicht putzen müssen. Ich meine, natürlich putze ich auch mein Backblech. Aber genau, ich nehme einfach das Papier, lege das alles rauf und ich bin auch immer nicht so, dass ich mich so ganz streng an Vorgaben in Rezepten halte.
Das heißt, ob das dann jetzt da 15 Minuten drin liegt oder 17 oder 20, ich mache das so nach Gefühl und guck mal rein. Aber bis jetzt ist es immer gelungen und deswegen glaube ich, kann das auch jeder. Ach, cool. Und nur für diejenigen, die vielleicht ihren Backofen zum ersten Mal jetzt in Betrieb nehmen, auf welche Temperatur stellst du den? Und Umluft oder nicht? Also ich mache selber immer Umluft und mache so recht heiß auch, so 200, 230 Grad. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn ich nur Gemüse drin habe, Gemüse, wissen wir auch alle, wegen Vitaminverlust sollte man jetzt auch nicht so lange so stark erhitzen. Deswegen versuche ich es eher so kurz und knackig zu machen. Und manchmal mache ich mir noch Süßkartoffelpommes dazu. Und ja, Hammer. Also die Süßkartoffeln, wenn ich die dazu mache, die lege ich tatsächlich ein paar Minuten schon vorher rein, weil die bei mir dann doch eher so 20 Minuten brauchen. Und dann das Gemüse dazu, aber ja, das ist dann nochmal 15 Minuten, dann wende ich das zwischendurch mal, wenn ich das Gefühl habe, es kann nochmal. Und dann, mir persönlich schmeckt ja das Gemüse am allerbesten, wenn es schon so leicht bräunlich ist, schon an der Grenze zum Ungesund. Gut, kann man ja auch auf dem Grill, wir machen im Moment gerade viel Grillgemüse. Mhm. Das finde ich auch immer super, wenn das so leicht angeröstet ist schon. Das schmeckt richtig lecker, das hat wirklich was von Pommes eben auch das Gemüse. Das klingt ja richtig klasse. 17 Minuten, 15, 16, 17 Minuten, dann ist das Ganze fertig. Und im Prinzip kaufst du dann einfach das Gemüse ein, legst das bei dir in den Kühlschrank und wenn es dann abends losgehen soll, wird das dann fertig gemacht. Wie würzt du das noch? Da bin ich auch sehr so allerleimäßig unterwegs. Also was mir sehr gut schmeckt, ist Rosmarin dazu. Hole ich mir einfach getrocknet als Kräuter. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selten frische Kräuter da habe. Das mache ich halt bei Basilikum ganz gerne, wenn ich mal irgendwas mit Tomaten mache oder mit Feta, finde ich das ganz lecker. Ansonsten, bei mir ist so der Klassiker italienische Kräuter, auch Oregano manchmal, wenn ich so ein bisschen herber möchte im Geschmack. Was ich auch wahnsinnig gut dazu finde, das mache ich dann aber erst hinterher rauf, ist, dass ich ein bisschen Kürbiskernöl rüber mache. Das schmeckt, also das bringt nochmal so eine, ja, so eine nussige Note rein. Kann ich jedem empfehlen, dass ab und zu mal das Olivenöl mal durch ein Leinöl und dann das Leinöl vielleicht auch mal durch ein leckeres Kürbiskernöl zu ersetzen. Klasse. Ja, da haben wir schon mal gute Anregungen für alle, die jetzt noch überlegen, was wir heute Abend essen wollen. Ja, ich freue mich jetzt auch schon noch mehr drauf. Ich kriege auch so langsam Appetit und ich glaube, ich habe so das Gefühl, das wird sich im Laufe dieser Folge auch nicht ändern. Wir werden viel über das Essen reden. Super. Du hilfst ja Menschen auch im Coaching, im persönlichen Coaching und online dabei, ihre Ernährung auf Vordermann zu kriegen. Mhm. Denk mal, bei dir geht's auch so, dass viele dann abnehmen wollen. Was sind denn deiner Erfahrung nach die häufigsten Gründe, warum Menschen das nicht schaffen, abzunehmen? Oh, da gibt's natürlich sehr viele Gründe. Ich glaube, dass es jedenfalls nicht an mangelndem Wissen liegt. Also ich glaube, wir wissen alle, auch wenn wir keine Ernährungsexperten sind, dass irgendwie Pommes, Schnitzel und Cola jetzt nicht so das Beste sind für den Hüftspeck und dass ein Salat halt irgendwie gesund ist oder eine Gemüsepfanne. Ich glaube, es ist zum einen tatsächlich so ein Umsetzungsproblem, was viel mit Motivation zu tun hat, aber auch mit falsch gesetzten Zielen hat es, glaube ich, was zu tun. Und ich glaube, was wir auch nicht unterschätzen dürfen, ist die Überforderung. Weil das Gute ist ja, das wirst du bestätigen können, ja auch aus deiner Arbeit, auch im Fitnessbereich, dadurch, dass wir ja so eine Informationsflut haben und auch alles Mögliche kostenlos bekommen bei YouTube. Es gibt diese Podcasts, dann haben wir die Bücher. Ja, du kriegst ja alles an jeder Ecke und die Leute wissen auch gar nicht mehr so, was ist jetzt richtig. Ja, die sind überfordert, weil der eine sagt Low Carb, der nächste sagt High Carb. Der eine sagt, es ist jetzt die vegane Ernährung, der nächste sagt, es ist Paleo, wo eben auch sehr viele tierische Produkte gegessen werden. Und ja, ich glaube, viele sind dann so, okay, ich mache alles irgendwie falsch und dann mischen die auch Systeme so miteinander. Ja, dann denken die, ach, so ein bisschen, hier sind ja Kohlenhydrate schlecht und dann verzichten die aber auch auf Fett und auf alles. Ja, und ja, ich glaube, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Aber ich glaube, Ernährung und Abnehmen ist wirklich Kopfsache und damit auch Gefühlssache, weil wir natürlich über unsere Gedanken, ja, und da gehen wir natürlich sehr in diese mentale Richtung, aber über unsere Gedanken steuern wir ja auch unsere Emotionen. Wenn ich zum Beispiel immer denke bei Diäten, es ist alles Verzicht, ich darf das nicht, das darf ich nicht mehr und das, und also ich sehe immer den Mangel, dann ist es schwer, das durchzuhalten. Wenn ich aber eine Einstellung entwickle und meinen Fokus auf das richte, was ich bekomme,
die Benefits, die ich davon habe, ja, dass ich eine bessere Verdauung habe, dass ich eine bessere Haut habe, dass ich attraktiver bin, dass ich schöner aussehe, ja, dann ist es doch viel einfacher, ja. Und gleichzeitig auch, wie viel Möglichkeiten es ja auch gibt, sich gesund zu ernähren und sein Ziel zu erreichen und Fortschritte zu machen. Genau, ja. Und da reden wir nachher auch drüber, dein Buch No Time to Cook. Da sind ganz viele wunderbare, gesunde Rezepte drin, die auch sehr gut fitnesskompatibel sind, denn du legst ja auch viel Wert darauf, genug Eiweiß zu essen, wenn ich das richtig sehe. Genau, das war mir total wichtig, auch bei den Rezepten. Da habe ich gesagt, da muss ganz viel Eiweiß immer drin sein, habe ich gesagt. Und ich sehe auch immer auf Instagram Fotos von dir. Du gehst ja auch gerne ins Fitnessstudio. Du machst regelmäßig Krafttraining, oder? Ja, absolut, absolut. Ich bin auch total froh, dass nach Corona auch die Gyms wieder aufhaben. Also ich weiß nicht, wie dir das da ging, aber da war ich im ersten Moment, habe ich mich so ein bisschen verloren gefühlt, obwohl man natürlich zu Hause auch wahnsinnig viel machen kann. Ja, also das gehört auch für mich einfach zusammen. Und ich muss auch sagen, ich begegne keinen Menschen, die jetzt zum Beispiel gerne Sport machen, die auch im Alltag einfach unterwegs sind, gerne mit dem Fahrrad fahren, nicht alles mit dem Auto, die nicht gleichzeitig auch ein bisschen auf ihre Ernährung achten. Also ich finde, man kommt immer mit dem einen und dem anderen parallel auch in Berührung. Es gehört einfach auch zusammen. Es ist ein Lifestyle. Ja, und beides sorgt ja dafür, dass du dich besser fühlst, dass du ein besseres Körpergefühl bekommst. Und wenn wir über die Rezepte reden, was macht denn für dich ein gutes, ein praktikables Rezept aus? Hast du da Auswahlkriterien? Ja, also was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass ich mich so auf das Wesentliche beschränke. Weil ich bin eben selber auch kochfaul. Ich bin selber eine Person, die viele andere Themen hat neben der Ernährung. Ich arbeite viel, ich bin unterwegs, und so weiter. Ich trainiere viel. Und wenn ich jetzt anfangen würde, allein schon beim Einkaufen für irgendein Meal mir jetzt 10 Zutaten kaufen zu müssen, ja, da hätte ich schon gar keine Lust drauf. Das heißt, die Einfachheit in Form von zum Beispiel wenigen Zutaten, das ist für mich, also das ist das, was das Gute mit der Umsetzung zusammenbringt. Ich habe teilweise ganz simple Sachen, da mache ich mir zum Beispiel einfach nur grüne Bohnen und dazu Räuchertofu und dann wieder ein gutes Öl rüber. So, da habe ich schon alles auf dem Teller. Ich habe meine Greens. Genau, ja, gutes Öl ist ja schon, das zähle ich schon fast gar nicht mehr so richtig als Kernzutat. Ja, das haben wir halt so da, ne? Das sind ja so die Essentials, ja. Wir haben ja alle irgendwie ein bisschen Öl halt da oder ein bisschen was zum Anbraten. Aber im Endeffekt, das sind so 2 Kernzutaten. Ich habe zum Beispiel das Tofu, da ist halt Protein drin und ich habe die grünen Bohnen. Und das zusammen, das schmeckt wunderbar. Also es gibt ja auch andere Kochbücher, die eben mehr auf, ja, also so Feinschmecker ausgelegt sind. Und dann heißt es, ja, hier brauchen wir noch 3 Gramm Safranfäden. Und ich denke mir so, Gott, wo kriege ich denn jetzt Safranfäden her? Und dann kaufst du die irgendwo im 5. Laden und dann weißt du nicht, was du mit dem Rest machen sollst. Und das ist halt nicht der No-Time-to-Eat-Ansatz. Also das ist vielleicht eher der Ansatz, wenn wir ein Festmahl haben, mal für Freunde. Für mich ist einfach wichtig, Einfachheit und damit Umsetzbarkeit. Ja, da rennst du auch bei mir offene Türen ein. Ich erinnere mich gerade, als du das erzählt hast, musste ich an mein erstes Fitness-Kochbuch denken, das ich mir gekauft habe vor, das ist bestimmt schon 18 Jahre her oder so. Mhm. Und ich habe mir damals vorgenommen, jedes Rezept aus diesem Buch zu kochen. Und das waren jetzt sicher keine Paul Bocuse-Rezepte, aber die waren schon recht komplex. So. Okay. Ich weiß noch, dass ich damals, und das waren so meine ersten Gehversuche auch beim Selbstkochen in der Studenten-WG, das weiß ich noch genau, ich habe zum Teil eine Stunde nach diesen Zutaten gesucht. Dann war ich halt beim Edeka um die Ecke und die hatten dann mehrere Zutaten nicht. Dann habe ich da alles gekauft, was ich kriegen konnte. Dann dachte ich, oh, jetzt gehe ich nochmal zum Feinkostladen, vielleicht kriege ich da den Rest. Irgendwas fehlte dann immer noch und es war ein mega Aufwand. Ja. Bei mir war es jetzt so, dass ich damals ja auch erst die Erfahrungen gesammelt habe. Also ich wusste dann auch gar nicht, wenn ich was nicht gekriegt habe, was ich denn dann stattdessen kaufen soll oder ob ich das einfach weglassen kann. Ich glaube, die meisten Rezepte in deinem Buch, die haben ja so 4, 5 Zutaten und das sind so alles Basics, die man überall bekommt. Alles Basics. Ne?
Genau, und da sprichst du auch was sehr Wichtiges an, nämlich bei mir funktioniert Ernährung so eher nach so einem Baukastenprinzip. Also ich selber, das kann ich auch als Tipp jedem mitgeben, also gerade eben den Leuten, die bei dir zuhören, die sind ja sehr fitnessaffin auch, ja, da ist ja, spielt ja Protein eine große Rolle. Und wenn ich zum Beispiel überlege, was esse ich zum Abendbrot oder was esse ich zum Mittag, ich denke immer vom Protein aus. Ja, also einfach immer eine Proteinquelle auf dem Teller. Das ist dann bei mir zum Beispiel mal ein Lachsfilet oder sowas. So, und dann baue ich drumherum. Was brauche ich auch? Ich brauche Gemüse, ich brauche die Vitamine, die Mineralstoffe. Und dann nehme ich halt die Bohnen. Und wenn ich keine Bohnen habe oder keine Lust habe auf Bohnen, naja, dann nehme ich dann eben mein Blumenkohl aus dem Ofen. Ja, und dann kann ich, wenn ich überhaupt das noch möchte, dann nehme ich noch so eine langkettige Kohlenhydratquelle dazu, wie zum Beispiel Süßkartoffeln ist bei mir oder auch mal Maiswaffeln nach dem Training. Und that's it. Ja, und du kannst nach dem Baukastenprinzip im Endeffekt all die Dinge austauschen. Klar, man darf sich damit ein bisschen befassen und mal überlegen, okay, was sind denn so meine 2, 3, 4 Lieblingseiweißquellen? Was sind denn meine 2, 3, 4 Lieblingsgemüsesorten? Und dann kannst du nach dem Baukastenprinzip alles kombinieren. Was sind denn deine Lieblingseiweißquellen? Meine Lieblingseiweißquellen sind tatsächlich Fisch. Ich meine, Fisch und Fischfang, das ist ja auch immer so ein heikles Thema. Ich versuch's auch nicht so viel immer tierisch zu machen. Also ich habe auch echt Tofu entdeckt für mich. Ich finde vor allem, wenn man so Räuchertofu hat, dann muss man da auch eigentlich fast gar nichts mehr dran würzen, weil ich den schon sehr intensiv finde im Vergleich zu diesem Naturtofu. Dann Milchprodukte in Maßen. Also ich gehöre zu den Leuten, die keine Unverträglichkeit im klassischen Sinne haben, aber ich merke, wenn ich zu viel davon esse, kriege ich tatsächlich auch Probleme mit der Haut, habe ich bei mir festgestellt. Aber mal so einen körnigen Frischkäse, den esse ich auch pur mit dem Löffel. Ne? Ich bin da schmerzfrei. Das sind schon so meine Favorites. Und ansonsten esse ich wahnsinnig gern Sojajoghurt. Bekommt mir besser. Ich nehme das häufig so wahr, wenn wir über Abnehmen reden, dann gibt es 2 verschiedene Lager. Die einen sagen, Kaloriezählen ist Schwachsinn, das bringt nichts, da stresst man sich nur. Und die anderen sagen, Kaloriezählen funktioniert. Also im Prinzip, wenn wir es so sagen wollen, vielleicht die eine Seite hat mir letztens hier schon zu Gast die Mareike Abe, die über das intuitive Essen gesprochen hat, was ein sehr interessanter Ansatz ist. Und auf der anderen Seite das Kalorienzählen, was im Prinzip ja erstmal ein relativ analytischer Ansatz ist, also gar nicht so relativ entemotionalisiert. Hast du da eine Präferenz? Präferenz ist schwer zu sagen. Ich finde, es hat beides sein Für und Wider. Ich möchte es mal so formulieren. Den Ansatz des intuitiven Essens, den kann ich auch nur begrüßen, weil das intuitive Essen ist ja eigentlich die natürlichste Form. Ja, in der Steinzeit, die Menschen, die haben auch irgendwie nach Gefühl gegessen, aber das, was halt da war. Das Problem ist meiner Meinung nach mit dem Ansatz, dass die allermeisten Menschen, selbst wenn sie schlank sind, gar nicht richtig wissen, was ist gut, was ist nicht, es sei denn, sie haben sich damit befasst. Wir sind einfach in einer anderen Zeit. Ja, ich meine, in der Steinzeit hat man halt gegessen, was es gab. Man hatte im Zweifel auch mal nichts und man hatte keinen Ackerbau, man hatte keine Industrie, man hatte keine Fitnessriegel, wo Leute denken, das ist gesund und dabei sind die meistens voller Zucker und irgendwelche anderen, weiß ich nicht, E-Stoffe und so weiter. Also und ich glaube einfach, wenn ich einige Klienten von mir jetzt so losschicken würde und würde sagen, hey, iss doch mal so nach deinem Gefühl, dann wäre dieses Gefühl und die Wahrnehmung gegenüber dem, was ich brauche, total verzerrt. Ja, deswegen sage ich, intuitives Essen ist super, es ist ein Idealzustand, aber die Menschen müssen da erstmal wieder hingeführt werden. Deswegen glaube ich gerade als Anfänger, dass es schon Sinn macht, nicht fürs Leben lang, aber so mal für 1, 2 Wochen tatsächlich mal zu dokumentieren, was esse ich überhaupt, um die Lebensmittel kennenzulernen. Ich habe das immer wieder in Coachings, dass die Leute sagen, boah, ich hätte nicht gedacht, dass Käse so reinhaut oder dass eine Scheibe Käse so und so viel Kalorien hat. Oder auch die Leute verschätzen sich auch total mit den Mengen, die sie essen. Ich habe dann so Leute, die sagen, ja, ich esse ja gar nicht so oft Schokolade. Und wenn sie es dann mal dokumentieren sollen, dann merken sie, oh doch, da hat sich eine Gewohnheit eingeschlichen. Es ist ja doch jeden Tag ein bisschen. Also um sich auch einfach mal kennenzulernen, so schwarz auf weiß auch seine Gewohnheiten mal zu sehen und auch möglicherweise zu erkennen, wo habe ich einen Mangel?
Es muss ja nicht immer nur um Kalorien gehen. Es geht ja bei den Tracking-Apps auch, die zeigen ja auch an, wie viel, keine Ahnung, Vitamin C nehme ich zu mir. Und einfach mal zu sehen, bin ich vielleicht auch in einer Schieflage, ohne dass ich gleich irgendwie einen Arzt kontaktieren muss, finde ich, kann das eben schon nutzvoll sein. Aber man sollte sich, denke ich, schon irgendwann davon lösen. Es wird natürlich bei vielen Menschen, ich erlebe es halt gerade bei Frauen, die einfach auch sehr emotional beim Thema Essen sind und Figur. Da geht es dann auch wieder viel um den Selbstwert. Und da entstehen, also es haben ja auch viel mehr Frauen zum Beispiel eine Essstörung als Männer. Und da erlebe ich es eben auch sehr oft, dass es zu einem Wahn wird. Man kann sich da auch wahnsinnig reinsteigern. Und ich habe mich früher ja selber sehr reingesteigert in sowas. Und ich habe dann wirklich angefangen, Salatblätter, die ja fast keine Kalorien haben, auch abzuwiegen und ne, weil ich es dann so bis ins Kleinste perfekt machen wollte. Ist auch nicht gesund. Es ist ein Tool, das auch aus meiner Sicht, sehe das ähnlich wie du, sehr, sehr hilfreich ist und man sollte es wirklich ein bisschen entemotionalisiert sehen, wie zum Beispiel die Füllstandsanzeige beim Auto oder genauso mit dem Körpergewicht. Ne? Also da kann man sich ja auch verrückt machen mit. Sondern einfach nur zu gucken, okay, ich lerne hier jetzt was über Lebensmittel und ich lerne etwas über meine Gewohnheiten, die ich ohnehin schon habe. Und bei den meisten Menschen ist ja wirklich der Effekt, dass sie einfach nur durch dieses Bewusstmachen sich schon deutlich besser ernähren, weil sie dann sagen, oh hey, du hattest eben das Beispiel Käse genannt, ach Mensch, dann nehme ich stattdessen Hüttenkäse, oh, da habe ich mehr Eiweiß, weniger Fett, fühle mich trotzdem satt. Oder auch so der Klassiker ist ja auch irgendwie Nüsse. Mache ich nochmal Nüsse ins Müsli rein. Die hauen aber auch eben ganz schnell mal rein, auch wenn sie sehr gesund sind. Oder nehme ich vielleicht ein bisschen weniger. Und klar, wer sich da total reinsteigert, der darf dann vielleicht ein bisschen aufpassen und erstmal einen anderen Stellhebel drehen. Es ist aber auch wirklich, glaube ich, ein bisschen eine Typfrage. Ich habe zum Beispiel einen Klienten, der ist eben auch ein sehr rationaler Menschentyp, ein sehr analytischer Typ, ist Ingenieur von Beruf. Das heißt, der liebt Zahlen und der hat das richtig entdeckt. Der findet es klasse und der feiert es, wenn er dann da so sieht, hey, ich habe noch 300 Kalorien offen und dann zelebriert er das so. Also dem gibt es einen wahnsinnigen Halt. Deswegen, ich will halt Kalorienzählen wirklich nicht verteufeln und ich finde es toll, dass es heutzutage so viele Apps und eigentlich alles kostenlos so in der Basisversion gibt, um, wie du sagst, ne, Lebensmittel kennenzulernen und die eigenen Gewohnheiten. Es ist ja so oft so, wie so oft, das Mittelmaß zu finden, ist, glaube ich, das Beste. Ja, absolut. Hast du eine Lieblings-App, die du gerne nutzt oder deinen Klienten empfiehlst? Ach Gott, ich sag immer, die können halt alle nehmen. Ich nutze meistens, wenn ich mal phasenweise für mich tracke, dann MyFitnessPal. Aber es hätte jetzt auch jeder andere sein können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt besonders abfeiere. Ich hab die einfach irgendwann mal runtergeladen und dann ist es eben eine Gewohnheit, eine App, mit der ich gut zurechtkomme. Dein Motto ist ja No Time to Eat. Mhm. Und du gibst in deinem Buch auch super Tipps, wie man diesen Kochprozess in der Küche beschleunigen kann. Du hast eben schon gesagt, bei dir dauert das Dinner eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten. Das eine ist ja die reine Zubereitungszeit, das andere ist ja auch, wie man sich organisiert. Hast du da ein paar Tipps für uns, wie wir da ein bisschen Zeit sparen können? Ja, habe ich. Und es sind wirklich ganz simple Dinge, die aber trotzdem viele Menschen nicht einhalten. Also das Simpelste ist, dass du einfach immer einen Vorrat da hast. Also ich arbeite selber sehr viel mit Tiefkühlware. Zwar ist es so, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass ich eben auch mal einen frischen Brokkoli hier habe, einen frischen Blumenkohl, weil ich das im Ofen dann doch auch ein bisschen leckerer finde als Tiefkühlgemüse. Aber ich habe auch immer, wirklich immer in meinem Tiefkühler so einen riesen Sack mit grünen Bohnen oder diesem Kaisergemüse. Ganz simple Dinge, weil es gibt einfach Tage, da habe ich keine Lust, da soll es nochmal besonders schnell gehen. Und das ist ja dann immer die Gefahr, wenn wir nicht die Sachen da haben und dann noch der Hunger dazu kommt, da werden wir irgendwann zum Tier und dann ist uns alles egal und dann holen wir uns irgendwo einen Döner oder essen dann halt irgendwie, oh, da ist ja noch eine Salami-Pizza, wer hat die denn da in den Tiefkühler gelegt? Und irgendwann sind wir dann einfach verloren und deswegen die halbe Miete ist immer was da haben und das beschleunigt dann auch den Prozess. Oder auch so Sachen wie, ich habe immer ein paar Kidneybohnen da oder zum Beispiel Kichererbsen, die kaufe ich immer vorgekocht, die gibt's aus dem Glas inzwischen in jedem Drogeriemarkt.
Oder du hast Nüsse angesprochen, Haferflocken. Das sind ja so Basics, die wären ja auch nicht schlecht so, ja. Und dann, das, was ich halt auch gesagt habe, ist möglichst alles auf ein Blech oder in einen Kochtopf. Ja, es gibt ja auch die sogenannten One-Pot-Gerichte, nennt man das, oder beziehungsweise in eine Pfanne. Und das ist mir auch immer so das Liebste, ja. Ich hole mir dann manchmal auch, also das, ich esse das nicht oft, aber ich gönne mir dann auch mal so ein Rindertatar zum Beispiel. Dann kaufe ich mir Rindertatar, dann brate ich einfach ein bisschen Zwiebel an in so einer schönen gusseisernen Pfanne mit ein bisschen Kokosfett, Zwiebel ran. Dann kommt das Tatar rein und dann nehme ich mir da einfach so eine tiefkühl-italienische Gemüsemischung. Und wenn ich dann noch Bock habe, und das kann auch gern schnell gehen, nehme ich noch so ein 2 Minuten Basmati-Reis oben rauf. Herrlich. Nach dem Training. Gibt nichts Besseres. Tiefkühlware hast du angesprochen. Die hat ja nicht den besten Ruf. Ja, aber unbegründet meiner Meinung nach. Also Tiefkühlware wird erntefrisch eingefroren, also das Gemüse. Und ich meine, klar, du solltest natürlich beim Einkaufen darauf achten, dass du die pure, die natürliche Variante kaufst. Es gibt ja manchmal auch so Gemüsemischungen, die schon irgendwie so eine Butter drin haben. Wobei selbst die Butter, die ist ja gefroren, die kann man ja mit einem Griff so rausnehmen. Die Kräuterbutter, die sich manchmal drin versteckt. Ich muss aber sagen, da ist der Markt auch echt anders geworden. Ich sehe immer wieder, gerade in so ein bisschen besseren Supermärkten, die ein bisschen größere Auswahl haben, da gibt's inzwischen ziemlich viele tolle so mediterrane Mischungen oder so. Da wird einem auch nicht langweilig. Und also ganz ehrlich, wenn ich manchmal in die frische Abteilung gehe und da liegt dann irgendwie eine Gurke, die sieht dann da schon aus, als wäre die noch vom letzten Wochenende irgendwie übrig geblieben, so einsam, traurig und schrumpelig. Du, dann nehme ich doch lieber meine Tiefkühlbohnen. Die Vitamine gehen ja verloren, wenn das Ganze in der Auslage liegt und Tiefkühlgemüse wird halt frisch eingefroren, wie du es schon sagtest. Gerade da bei dem Vergleich schneidet, ich habe eben so provokant gefragt, aber das ist es ja genau, die schneiden halt wirklich gut ab, was die Vitamine angeht. Ich bin nämlich selbst auch ein ziemlicher Tiefkühlfan. Ja. Und ich habe so ein aus meinem alten Job noch dieses sogenannte Kanban-Prinzip zu Hause umgesetzt. Das Prinzip, was ich anwende, ist, wenn ich nur noch eine Sache von etwas da habe, dann kaufe ich halt nach. So, das heißt, passiert mir halt nie, dass nichts da ist. Genau, super. Und genau das, was du eben hier auch ansprichst, dass immer noch Vorrat da ist und dann kann man sich auch immer was Gesundes zubereiten. Und eine Sache, die ja auch wahnsinnig viel Zeit spart, ich habe auch gerade das nochmal so bei mir reflektiert, ich mache ganz viel Sachen, die ich gar nicht kochen muss. Also ich mache gar nicht jeden Tag den Ofen an oder die Pfanne, sondern ich esse auch sehr viele Sachen einfach kalt, also sowas wie Haferflocken oder ich löffel einfach auch mal so ein Becher Skier aus oder so ein Becher Alpro-Joghurt. Dazu nehme ich irgendwie frisches Obst oder ich mache mir auch mal selber einen Smoothie, gerade morgens, und wenn ich viel unterwegs bin, dann fülle ich den ab in so eine Thermoskanne, so eine To-Go. Also ich brauche das persönlich nicht permanent warm zu essen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ist sicher auch eine Gewohnheits- und Geschmacksfrage. Wie häufig gehst du einkaufen? Also ich bin da etwas verwöhnt. Ich wohne ja in einer Großstadt und ich habe bei mir vor der Tür einen kleinen Laden. Oh, schön. Und das Schöne daran ist, dass ich eben alles vor der Tür habe und ich muss da jetzt nicht groß mit dem Auto oder habe da jetzt irgendwie komplizierte Transportwege. Das heißt, ich gehe eigentlich ständig und hole immer nur das, was ich so brauche. Also ich bin kein Wocheneinkäufer und ich bin halt auch in so einem leicht chaotischen Single-Haushalt, ja. Bei mir ist das so, ach, was esse ich heute? Kühlschrank, oh, der Kühlschrank, der dürfte mal wieder aufgefüllt werden, dann gucke ich kurz rein. Dann übe ich nämlich auch gleich, ne, damit meine grauen Zellen was zu tun haben. Ich mache mir nämlich nie Zettel, sondern ich merke mir das alles und stelle dann hinterher fest, was ich alles vergessen habe. Das beste Gedächtnistraining. Und so kommen dann deine grandiosen Rezepte zustande, weil du dann gezwungen bist, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe tatsächlich, weil du es jetzt ansprichst, es ist wirklich so, aber ihr könnt mir glauben, also das Rezept wäre nicht in dem Buch, wenn es nicht der absolute Hammer wäre. Und zwar auf Seite 108, das ist nämlich wirklich ein Rezept, das ist grüne Bohne mit Thunfisch-Erdnussmus. Und das ist wirklich mal aus einem Unfall raus entstanden. Das war der absolute Hammer. Ich total kochfaul und wie ich schon sagte, grüne Bohnen gehen bei mir immer. So habe ich mir grüne Bohnen gemacht, dann dachte ich, was esse ich, brauche noch Protein. Habe ich eine Dose Thunfisch gefunden, dachte, Bohnen und Thunfisch schmeckt total gut. Aber was denn dazu, ist ja ein bisschen langweilig. Und dann habe ich noch so ein Erdnussmus gehabt, so ein richtig schönes Öko-Erdnussmus, so 100% Erdnuss. Und dann dachte ich,
Nee, das kannst du jetzt nicht wirklich machen. Das ist ja ekelhaft. Ich sag euch, Leute, das ist der Hammer. Ja? Thunfisch, grüne Bohnen, Erdnussmus in dieser Kombi. Ich habe das gerade mal aufgeschlagen hier. 10 Minuten Zubereitung, 440 Kalorien eine Portion, 57 Gramm Eiweiß. Klar, also definitiv auch für Kraftsportler geeignet. Voll. Und 16 Gramm Fett, 14 Gramm Kohlenhydrate. Sieht mega lecker aus. Hier auch das Foto. Sag mal, habt ihr die Fotos extra fürs Buch gemacht? Ja, haben wir, wirklich. Und ja, das war richtig toll. Also ich habe da mit einem tollen Team zusammengearbeitet und da wurden die Rezepte fleißig nachgekocht. Und was mir besonders auch am Herzen lag, war, dass wir eben auch die No Time to Eat Community von Instagram, die ziemlich groß ist inzwischen, mit einbeziehen. Und da haben wir so einen richtig coolen Aufruf damals gehabt und haben gesagt, hey, schick uns doch so dein Lieblingsrezept. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber ich glaube, so ein Viertel oder so der Rezepte sind aus der Community. Ja, und das ist natürlich auch total cool, ne, wenn du dann so dein eigenes Rezept dann nochmal so professionell abgelichtet in so einem Kochbuch hast. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gesamtkunstwerk, würde ich es fast schon nennen. Ich sehe auch, du hast oben in der Ecke immer kleine Symbole. Also hier ist so ein Bizeps, ja. Also ja. Das hat hier eben schon festgestellt, das hast du hier aber auch markiert. Viel Eiweiß. Die eiweißreichen Rezepte, vegane Rezepte sind markiert. Genau. Und im Prinzip dadurch, dass sie so einfach gestaltet sind, kann man sich schon fast denken, wie das zubereitet wird. Echt gute Ideen. Und mein Lieblingssymbol ist der durchgestrichene Kochtopf, der eben genau für das steht, dass du nämlich nichts kochen musst, ja? Also außer vielleicht Wasser oder ein Ei. Aber das ist wirklich so dieses, ja, ich manche Dinge zusammen, die ich eh schon da habe oder die ich einfach nur in die Tasche schmeißen muss, ne? Und ja, das ist auch wunderbar. Und ich meine, man muss ja auch mal dazu sagen, wir leben doch so verwöhnt. Wir kriegen ja so viel Sachen auch schon vorgekocht. Also selbst Linsen kriegst du schon fertig. Reis kriegst du vorgekocht. Also es mangelt uns wirklich nicht irgendwie an Zeit, ja, oder dass wir aufgrund von Zeit uns nicht gesund ernähren können. Das ist Quatsch. Und spätestens mit diesem Buch ist diese Ausrede für immer vernichtet. Stimmt. Ja, wenn man sich mal vor Augen hält, was für beim Takeaway bestellt oder sagt man ja gar nicht, beim Online-Lieferdienst bestellt, der gibt seine Bestellung auf und muss dann trotzdem 30 Minuten warten. Je nachdem, an einem Sonntagabend dauert es wahrscheinlich sogar noch länger. Wenn viele ja, bestellen. Und es geht und ins Geld. Es geht ins Geld, finde ich. Geld. Ja. Also das ist nicht ohne, ne? Und wenn du dann nochmal wie so Sushi isst oder so, klar, ich esse auch gerne mal Sushi, ja, aber das ist halt schon, also in Maßen. Ja, also eine gesunde Zubereitung muss nicht länger als 10 Minuten dauern. Jetzt würde mich noch mal interessieren, du hast ein Rezept schon angesprochen. Hast du vielleicht noch mal so ein paar Lieblingsrezepte für uns? Ja. Die sind ja so simpel, dass wir die vielleicht auch direkt hier on the air mitnehmen können als Anregung. Wir hätten jetzt eins, was sich gut als Dinner eignet oder vielleicht auch als Mittag. Hast du vielleicht noch so ein zweites Mittags-Dinner-Rezept oder was zum Frühstück für uns? Ja, also zum Frühstück, ich muss sagen, ich selber, wir haben hier in dem Rezeptbuch ganz viele so auch so Porridge-Varianten. Ich selber esse am liebsten herzhaft, aber manchmal esse ich auch so Protein-Pancakes. Und ich meine, gut, Protein-Pancakes gibt es ja immer in unzähligen tollen Varianten. In meinem Kochbuch besteht der Pancake aus Banane, gemischt mit Magerquark, Ei und ein bisschen Mandelmehl. Man kann das auch mal durch ein Dinkelvollkornmehl ersetzen. Und dann kann man natürlich damit den Toppings ganz viel machen. Es ist wirklich super simpel. Und ich kenne noch den einfachsten Protein-Pancake der Welt. Das ist wirklich, wenn also das kannst du schon fast machen, während der Fahrstuhl kommt, ja? So innerhalb von Sekunden. Und zwar, ich nehme einfach so, je nachdem, ja, wie viel Hunger du jetzt hast, nimmst du so 2, 3 Eier und vielleicht die Kraftsportler, die jetzt ein bisschen Fett sparen wollen, die nehmen dann halt ein bisschen Eiklar. Selbst das kann man ja schon fertig flüssig kaufen. Ich mische das dann gerne mit so 20 Gramm einem Proteinpulver und mache das in die Pfanne fertig. Es ist wirklich Eier, Eiklar, Proteinpulver. That's it. Und es gibt ja Proteinpulver, das schmeckt ja nach Kuchen. Es gibt ja Protein, das ist ja nicht nur Vanille, Schoko, Erdbeer. Es gibt ja auch Proteinpulver, das schmeckt nach Apple Crumble. Das ist der Hammer. Also du nimmst so Proteinpulver mit Geschmack und dazu halt die Eier
Und ja, das wird dann angebraten. Und das mit Obst. Und vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich hatte ja vorhin das Ofengemüse angesprochen und da ist nämlich noch eine Raffinesse. Das findet man bei mir unter Röstblumenkohl auf Seite 96. Und das ist nämlich noch so das Besondere an diesem Rezept. Und zwar kommen nicht nur in dem Fall Süßkartoffeln und dann Brokkoli oder Blumenkohl aufs Blech, sondern dazu noch die vorgekochten Kichererbsen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf die Idee gekommen bist, Kichererbsen aufs Backblech zu legen. Das ist der Hammer, weil die werden dann nämlich so crunchy. So, ja, fast schon knusprig, je nachdem, wie lange man die halt drin lässt. Und das ist einfach auch einfach von der Konsistenz im Mund so lecker, wenn du so diesen zarten Blumenkohl hast und dann diese crunchigen Kichererbsen zwischendurch. Es ist der Hit. Wirklich, ich esse fast nur das, weil die Leute mich immer fragen, was sind deine Lieblingsrezepte? Und ich bin auch so eine, wenn ich eins finde, was ich gut finde, da versteife ich mich. Dann, bei Instagram, es gibt wieder Röstblumenkohl. Mensch, Leute, hier eine kreative Story heute. Das klingt auch nach so einem guten Snack als Alternative zum Beispiel zu Erdnüssen. Ja, dass du dir halt die Kichererbsen dann röstest und stattdessen sowas isst. Die haben ja dann durchaus ein bisschen weniger Kalorien. Ja, absolut. Und die kannst du ja auch sogar so ein bisschen feurig machen. Du kannst ja auch sagen, wenn du so einen Snack möchtest, zum Beispiel zum Netflixen, dann nimmst du einfach die Kichererbsen und machst dann auch so ein bisschen so Chili ran. Das ist wirklich, wirklich gut. Und das mein einziger Tipp ist, wenn die vorgekocht sind, dann schwimmen die ja so in Flüssigkeit. Und ich würde empfehlen, wenn die abgetropft sind, die nochmal auf so eine Küchenrolle raufzulegen, dass man die so ein bisschen leicht antrocknet. Sonst ist es auf dem Backblech ein bisschen zu flüssig. Also die werden dann trotzdem, aber dann suppt das so ein bisschen durch. Deswegen würde ich die einfach vorher auf so eine Küchenrolle legen und dann ist das wunderbar. Du nimmst also Kichererbsen aus der Dose dann oder aus dem Glas? Aus dem Glas hole ich die meistens, ja. Genau, okay. Aus der Dose also gibt es die natürlich auch. Nicht die aus der Tüte, die erst noch gekocht werden müssen, sondern... Weißt du, wie lange Kichererbsen brauchen, wenn du die trocken kaufst? Die brauchen ja einen Tag. Die muss man einweichen. Tut mir leid. Also das ist nicht mein Ansatz, ne? Und ansonsten gibt's in meinem Buch auch im Bereich Dessert, Süßspeisen oder so auch Healthy Drinks ganz viele Sachen. Und es sind total simple Dinge, die wir aber normalerweise im Alltag nicht unbedingt kombinieren. Und deswegen ist es doch wieder originell. Ich habe zum Beispiel ein Dessert, das ist auch ein guter Snack. Das ist einfach gebackener Apfel. Und es gibt im Endeffekt nur zwei Zutaten, nämlich du nimmst Äpfel, hackst die so klein und dann nimmst du Haselnüsse klein gehackt. Und das Ganze packst du dann zusammen in den Ofen und garnierst es mit Zimt. Ist ein total leckerer Snack. Super, ja, hier hast du auch ein Foto. Ich habe es gerade mal aufgeschlagen. Sieht mega lecker aus. 4 Äpfel, 120 Gramm gehackte Haselnüsse, 4 Portionen mit Zimt. Und schöner Wintersnack, schmeckt natürlich auch im Sommer. Klasse. Ja, das kann man auch kalt essen, ne? Also ich meine, klar, du machst es erstmal im Ofen und nur das ist ja auch, ne, du hast ja auch gefragt nach Thema Zeitsparen. Also wichtig ist, dass du natürlich auch große Mengen kochst, damit du nicht nur einmal was davon hast. Und da würde ich mir auch im Ein-Personen-Haushalt so ein ganzes Blech da irgendwie vollhauen. Und das kann man ja wunderbar im Kühlschrank aufbewahren. Und das schmeckt dann auch kalt total lecker, weil Äpfel schmecken ja zum Beispiel auch super zum Joghurt. Und das kannst du dir dann halt morgens mit dem gebackenen Apfel, die Reste vom Abend, kannst du dir dann morgens zum Beispiel auf deinen Frühstücksjoghurt machen. Nutzt du eigentlich Proteinpulver? Ja, also wie gesagt, ich mache da für meine Pancakes gern mal was rein. Aber ich bin ja auch immer so keep it simple. Ich bin nicht so ein Supplement-Freund grundsätzlich, wobei ich persönlich Eiweißpulver für ein Lebensmittel halte und nicht für Nahrungsergänzungsmittel, weil es ist ja halt Eiweiß, ne, natürlich nicht pur, aber ich finde es einfach sehr praktisch im Alltag. Ich habe damit kein Problem, auch wenn das natürlich nicht 100% clean ist und das Eiweißpulver nicht auf dem Baum wächst, aber ja, ich finde das zwischendurch mal ganz gut und so einfach mal so einen Shake trinken. Das ersetzt mir persönlich auch die Süßigkeiten so ein bisschen. Geht mir ganz genauso. Und wenn Leute mir sagen, ja Mensch, Eiweißpulver ist ja nicht natürlich, dann sage ich mal, ja, Dinkelmehl wächst auch nicht auf dem Feld. Das muss auch erst hergestellt werden. Und so ähnlich sehe ich das Eiweißpulver auch. Das ist wie Mehl, nur halt keine Kohlenhydrate, sondern Eiweiß.
Genau, und es ist total spannend, weißt du, da fällt mir eine Story ein, und zwar, ich kriege ja auch auf Instagram, wo ich sehr aktiv bin, kriege ich viele Fragen auch gestellt. Ich sage auch immer, Leute, schickt mir eure Fragen, weil dann drehe ich da manchmal auch ein kurzes Video zu, wo ich die Fragen beantworte. Und da hat mir eine Frau mal geschrieben, sag mal, Sarah, ist es eigentlich schädlich, wenn ein Kind Proteinpulver isst? So. Und ich meine, gut, jetzt ist natürlich ein Kind nicht unbedingt im Kraftsport und denkt jetzt, oh, ich muss jetzt mal hier mehr Eiweiß oder sowas. Aber ich finde diese Denkweise so spannend, weil überleg mal, was wir unseren Kindern und auch die Erwachsenen natürlich, was wir uns für Schrott den ganzen Tag reinhauen. Wir essen Zucker, wir essen Süßigkeiten. Beim Rewe an der Kasse hast du unten die Überraschungseier in Kindergriffhöhe, ganz bewusst, ja, die sogenannte Quengelware. Ja. Und es ist ja auch nicht schlimm, also ne, 80-20-Regel, ich esse auch mal, weiß ich nicht, einen Kinderriegel oder so. Aber es ist so interessant, oder, dass wir dann bei Proteinpulver denken, oh, damit schade ich jetzt meinem Kind. Aber wenn ich mir überlege, das Kind kriegt Capri-Sonne mit in die Schule oder irgendwelche anderen Zuckerdrinks, da wird mir ganz, ganz schlecht. Und ich finde das sehr, sehr schade, wie manche Menschen auch dann darüber denken und wie wenig Aufklärung an manchen Stellen dann doch da ist. Total. Also es ist auch so ein Marketing-Thema, würde ich fast sagen, mit dem Kinder groß werden in der Werbung. Ja. Mit den süßen, ich weiß nicht, Haribo, Goldbeeren oder ich bin mit dem ganzen Kram aufgewachsen. Ne? Kellogg's Smacks habe ich früher mal zum Frühstück. Die schmecken auch immer noch gut, aber das ist halt eher eine Süßigkeit. Ne? Ich glaube, was für viele Menschen meiner Erfahrung nach ein Thema ist, ist tatsächlich auch unterwegs an der gesunden Ernährung dran zu bleiben. Wenn man zu Hause ist in den eigenen vier Wänden, dann habe ich da meine Küche, meinen Kühlschrank und kann mir das alles schön vorbereiten und auch dafür sorgen, dass von allem, was da ist, wenn ich unterwegs bin, das betrifft jetzt bei mir auch viele Klienten, die dann halt vielleicht einen Job haben, wo die unter der Woche auf Reisen sind oder der Klassiker, vielleicht nicht unbedingt so stark dieses Jahr, aber in vielen Jahren, wenn ich im Urlaub bin. Hast du da konkrete Tipps, wie machst du das, was empfiehlst du deinen Klienten, da an der gesunden Ernährung dran zu bleiben? Also ich selber mache immer so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Das heißt, dieses Thema Meal Prep, also dass ich mir mein Essen selber vorbereite, das mache ich auch, dass wenn ich unterwegs bin, habe ich immer was dabei. Ich muss aber auch gestehen, dass ich es nicht mehr ganz so akribisch mache wie noch vor ein paar Jahren, wo ich wirklich meinen gesamten Tag irgendwie gepreppt habe und eine richtige Meal-Prep-Tasche damals ins Büro noch getragen habe, als ich noch beim Rundfunk gearbeitet habe. Ich wohne halt auch in einer Großstadt, das heißt, bei mir gibt's auch, ich wohne in Berlin und da gibt's halt natürlich auch an jeder Ecke inzwischen auch viele gesündere Sachen. Das heißt, ich gehe dann unterwegs auch mal an eine Salatbar, wo ich mir das selber zusammenstellen kann und da gibt's noch viele Möglichkeiten. Wenn man jetzt natürlich ein bisschen eher ländlicher wohnt, hat man nicht an jeder Ecke sowas. Oder dann hat man eben die Bürokantine. Ich bin immer dafür, dass man guckt, dass man diese ganzen Killer meidet. Das heißt, wenn es wirklich nur die Kantine gibt, und Kantine ist halt selten irgendwie cool, weil es ist halt einfach Geschmack für die Masse. Und da wird natürlich da wird nicht mit Fett gespart und da wird viel mit Zusätzen gearbeitet. Und da würde ich halt gucken, dass ich da jetzt nicht mehr die frittierten Sachen irgendwie bestelle oder auch im Restaurant, dass ich vielleicht die Soßen mal weglasse oder sage, können Sie es mir jetzt vielleicht bitte an den Rand machen, dass mein Salat nicht im French Dressing ertrinkt, sondern dass ich mir das halt ein bisschen dosieren kann. Da würde ich ein bisschen drauf achten, mir einen Teil davon mitnehmen. Und ansonsten, da ist wieder so mein Tipp, dieses, was muss ich gar nicht kochen? Was kann ich einfach so in die Tasche schmeißen? Und warum nicht einfach sich ein Porridge zu Hause vorbereiten, von mir aus mit einem Wasserkocher, einfach über die Haferflocken rüber, ein paar Nüsse, ein paar Beeren, und das kann man in so einer Box auch ein paar Stunden ungekühlt lassen. Oder wenn Leute mit dem Auto unterwegs sind, Außendienstler, da empfehle ich auch wirklich den Kofferraum so ein bisschen als Vorratskammer zu nehmen, ja, bevor ich dann irgendwo auf der, weiß ich nicht, A3 irgendwo ranfahre und mir dann so ein Hotdog irgendwie hole. Wobei, es gibt an jeder Tankstelle auch Studentenfutter, also es gibt schon immer auch eine Lösung. Da würde ich auch sagen, was sind Dinge, die nicht so schlecht werden, die man auch bei 30 Grad im Auto haben kann? Da sind wir wieder bei Studentenfutter, bei Nüssen, bei vielleicht Trockenfleisch sogar oder solchen Geschichten.
Obst, Gemüse, es sind ganz simple Dinge. Warum nicht? Wir machen ja für unsere Kinder auch irgendwie ein Vollkornbrot und geben da in die Box nicht nur Süßigkeiten, sondern legen da ein paar Apfelschnittchen rein oder ein paar Mohrrübchen geschält. Warum machen wir das eigentlich nicht so oft für uns? Das ist doch die Frage. Absolut, ja. Welche Rolle spielt da Planung? Hast du da ein paar Tipps? Wie plane ich da im Voraus am besten? Also Planung spielt, denke ich, schon eine große Rolle, wobei auch das ist wieder, glaube ich, eine Typfrage. Bist du jetzt eher jemand, der sagt, okay, ich stelle mich jetzt Sonntag lieber mal 2-3 Stunden in die Küche und plane da meine ganze Woche durch? Das macht sicher Sinn, wenn man vielleicht auch für mehrere Leute kocht, mit Kindern und so weiter, weil man sich da ja allgemein nochmal anders strukturieren soll. Da ich für mich alleine mache oder zu zweit, bin ich da eher sehr spontan unterwegs und habe eben die Einkaufsmöglichkeiten vor der Tür. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man eben ein paar Vorräte immer da hat. Und man muss auch nicht alle Lebensmittel und alle Gemüsesorten irgendwie super finden und ausprobieren. Ne? Wenn man so seine 2-3 Sachen gefunden hat, seine Lieblingseiweißquellen, seine Lieblingsgemüsesorten, dann kannst du damit cyclen oder dann kochst du dir halt mal, wenn du dir Reis kochst, einen schönen Vollkornreis, dann kochst du dir dann eben mal 2 Beutel vor, dann machst du die auf 3 Dosen und dann nimmst du mal Fisch dazu, mal Tofu dazu, mal nimmst du dir einfach einen abgepackten Kräuterquark mit, schmeißt den in die Tasche und machst den dann rauf, wenn du unterwegs bist. Also so würde ich da eher rangehen. Sehr, sehr, sehr praxisnah und das sind alles Basics, ja. Du hattest eben gesagt, planst vom Eiweiß, also beginnst mit einer Eiweißquelle an, wenn du so eine Mahlzeit planst. Was sind so Grundsätze, wie ich so eine Mahlzeit zusammenstelle? Wie viel Eiweiß brauche ich denn so? Wie viel Gemüse? Wie viel Kohlenhydrate? Ja, also ich meine, das weiß ja sicher deine Community auch, dass ne, je nachdem, was ich da für sportliche Ziele habe, erhöht sich dann natürlich auch mein Eiweißbedarf. Aber ich sag mal so, für den Otto-Normalbürger, der jetzt nicht unbedingt hardcore im Muskelaufbau ist oder jetzt zur nächsten CrossFit-WM fährt, ne? Ich sag immer, wenn du darauf achtest, dass du zu jeder Hauptmahlzeit einfach eine ordentliche Proteinquelle hast, wie ein Stück Fisch oder deine 200 Gramm Quark oder so, dann ist das okay. Ich glaube, das reicht für den, ja, für den Normalo. Das ist schon viel, viel mehr Eiweiß als viele essen, die jetzt gar nicht drauf achten. Ja, und ansonsten finde ich halt Gemüse immer super wichtig und viele essen auch Gemüse, aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was einem in der Bürokantine so aberzogen wird. Ich weiß nicht, ob du das mal kennst, ob du mal so in Kantine unterwegs warst, aber dann hast du zum Beispiel deinen Reis mit irgendwie Hühnerfrikassee und so einen ganz kleinen Möhrenbeilagensalat. Genau. Und ja. Es wäre viel cooler, wenn das Gemüse eigentlich deine Grundlage wäre und so einen halben Teller befüllen würde. Ja, also deswegen ist halt auch mein zentraler Tipp zum Beispiel, wenn es die Kantine dann doch sein soll, dann, dass man dann sagt, oh, kann ich bitte von dem Gemüse eine doppelte Portion haben und dafür weniger von dem gebratenen Reis oder so, ja. So umgewichten, das hilft ja auch bei vielen schon. Und das reicht eigentlich schon. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich nehme noch ein paar Kohlenhydrate dazu, bin ich immer ein Freund davon, auch möglichst so sättigende Sachen zu nehmen, die auch einfach lange anhalten. Da bist du natürlich auch wieder schnell bei Hülsenfrüchten. Ich finde Quinoa, es ist auch so dieses sogenannte Pseudogetreide. Ja, und ach, es gibt auch so ein paar Spielereien, die ich gar nicht so schlecht finde. Ich weiß nicht, wie du zum Beispiel stehst zu diesen rote Linsennudeln oder so. Finde ich nicht schlecht. Also ich sag mal, wenn du schon Nudeln isst, dann isst doch wenigstens welche, die noch 20 Gramm Eiweiß haben auf 100. Klar, die Grundregel ist, wenn man es wirklich simpel macht, möglichst wenig verarbeitet. Und es gibt halt auch Ausnahmen, die Regel bestätigen. Eiweißpulver hatten wir schon genannt, ist ja auch ein verarbeitetes Lebensmittel, das man aber gut verwenden kann. Dann diese bestimmte Nudelsorten. Es gibt ja auch diese Shirataki oder Cognac-Nudeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die mal ausprobierst. Ja, die kenne ich. Die schmecken im Prinzip nach nichts. Ja, also, aber man ist auch nichts drin. Ja, ist auch nichts drin. Ist auch tatsächlich keine Kalorien drin, aber man kann damit halt super, ja, mit einer Soße oder Würze das Ganze halt auch schmackhaft machen und hat halt so ein Nudelgefühl, ja, also. Genau, ich sage immer so Füllstoff, ja. Ja, macht halt satt und bindet Wasser und verweilt im Magen. Also ich habe immer so auch bei dieser Frage, wie naturbelassen ist es oder nicht, weil wir merken dann, also wenn jemand jetzt loszieht, hochmotiviert und ist dann irgendwie im Tiefkühl oder im Kühlregal,
und schaut dann, dann wird er schnell feststellen, okay, ist das jetzt aber wie naturbelassen, ist denn das eigentlich? Es gibt ja auch vieles, es ist so mittelmäßig. Deswegen ist mein Tipp immer, dem Ganzen Schulnoten zu geben. Ja, also 1 bis 3 ist dann gut, kann in den Einkaufswagen und alles andere würde ich dann eher meiden oder als ab und zu Genussmittel nehmen. Das ist natürlich klar, dass jetzt irgendwie eine Tiefkühlpizza mit, ich habe mal für einen Vortrag gezählt, da waren in so einer ja Marken-Salami-Pizza waren irgendwie 35 Zutaten auf der Rückseite drauf. Die Zutatenliste war so lang, dass die nicht auf meine PowerPoint-Folie gepasst hat. Das musst du dir mal vorstellen. Das, da wissen wir alle, das ist eine 6, ja. Aber wie ist es denn zum Beispiel bei einem Joghurt? Ja, ein Joghurt wächst auch nicht draußen auf dem Baum. Und da sage ich immer, nimm von diesem Produkt die natürlichste Variante. Ja, selbst wenn ich einen Soja-Joghurt habe und dann heißt es vegan. Vegan ist nicht immer gesund. Ja, wenn du einen Soja-Joghurt hast mit Erdbeer Geschmack drin, dann ist da auch der Bio-Rohrzucker oder irgendwas drin. Auch da natürliche Variante nehmen, also den Naturjoghurt nehmen oder den Quark oder wenn ich mir einen Lachs kaufe, tiefgekühlt, dann nehme ich natürlich den nackigen Lachs und nicht den Lachs Müllerinnenart in Doppelpanade. Und ich glaube, wenn man dafür einfach so ein bisschen ein Gespür entwickelt, so eine feine Antenne, also für mich ist das einfach die beste Ernährungsform, so wenig processed wie möglich und ob du das dann mit Fleisch machst, ohne Fleisch, ja, ob du ein bisschen mehr Kohlenhydrate isst oder eher Richtung Ketogen, wo du eher auch auf Fette sitzt. Das kann ja jeder auch für sich probieren. Aber eins haben all diese Ernährungsformen gemeinsam, nämlich dass sie alle auf möglichst naturbelassene Lebensmittel setzen. Und ich glaube, das ist der große gemeinsame gesunde Nenner für alle. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Du hast in deinem Buch auch nochmal Tipps gegeben. Wir haben ein bisschen über Meal Prep geredet. Da kann man das auch schön zusammengefasst nochmal nachlesen für alle, die da tiefer einsteigen wollen. Du hast ganz viele Rezepte drin mit tollen Fotos, die ihr extra dafür gemacht habt. Da sieht man, dass da viel Liebe und Herzblut drin steckt. Und ich verlinke das Buch auch nochmal in den Shownotes. No Time to Cook heißt es. Und würde ganz gern nochmal überschwenken zu ein paar Fragen, was dich angeht. Du hast ja auch einen beeindruckenden Weg hinter dir, arbeitest jetzt auch schon länger online und mich würde mal interessieren, du liest ja auch viel. Was sind denn so vielleicht 1, 2, 3 Bücher, die dich in den letzten Jahren so nachhaltig beeindruckt haben oder verändert haben, dein Leben beeinflusst haben? Also ich interessiere mich sehr viel für Persönlichkeitsentwicklung und lese auch in verschiedenen Themengebieten gerne verschiedene Sachen. Es gibt ein Buch über Geld, was mich tatsächlich wahnsinnig geprägt hat. Das heißt, So denken Millionäre von Eka. Das klingt jetzt wahnsinnig amerikanisch reißerisch, ist es aber nicht, weil jeder von uns ja jeden Tag irgendwie mit Geld hantiert. Und sei es, dass wir uns den Kaffee für 2 Euro irgendwo kaufen. Und da geht es sehr viel darum, was wir über Geld denken, was unsere Glaubenssätze sind und alle Bücher, die irgendwie überhaupt in so eine Richtung gehen, was sind eigentlich meine Glaubenssätze und wie kann ich die aufbrechen, sowas finde ich sehr, sehr spannend. Also ich bin da wirklich querbeet unterwegs mit meinem Buchgeschmack. Ich lese natürlich auch viel so Marketing-Lektüren. Ich habe neulich mal ein Buch über Beziehungen gelesen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Gibt eine sehr bekannte amerikanische Autorin, die heißt Byron Katie. Und da geht es viel um Selbstliebe. Und da geht es darum, dass du dich auch zum Beispiel in einer Liebesbeziehung nicht emotional abhängig machst von deinem Partner. Ja, dass du, gibt ja ganz viele Menschen, die, ja, in einer Beziehung bleiben, obwohl sie gar nicht mehr so glücklich sind, weil sie zum Beispiel Angst haben, alleine zu sein oder weil wir oft einfach in so einem Mangeldenken sind, ne? Und witzigerweise hat das auch wieder mit Ernährung zu tun, weil ich vorhin auch gesagt habe, es ist dieses Mindset, es ist die Frage, gucke ich immer auf den Mangel, gucke ich immer auf das, was ich nicht habe oder gucke ich irgendwie auf das, was schön ist, was ich schon habe? Ne? Und da sind wir eben sehr schnell beim Thema Selbstliebe und das sind halt so Themen, die mich sehr interessieren. Ja, und auch Bücher, die mich sehr geprägt haben. Dann gibt's ja auch so amerikanische Klassiker wie zum Beispiel The Secret oder The Power, also da geht's um das Gesetz der Anziehung. Die finde ich schon sehr reißerisch geschrieben, aber die Kernbotschaft finde ich gleichzeitig wahnsinnig wichtig und glaube ich zu 100% dran, nämlich dass du im Leben auch das kriegst, was du ausstrahlst. Und wenn du einfach mit Positivität in deinen Alltag gehst und mit Positivität
der Dame beim Bäcker begegnest, den Menschen auf der Straße. Einfach, ich mache das ganz oft so, wenn ich irgendwie einen Hundespaziergänger treffe, einen Wildfremden, ich lächle die Leute einfach an. So, warum nicht? Die sind manchmal ganz irritiert, ja? Du kriegst es aber zurück. Ich merke das häufiger, wenn ich um die Alster laufe. Heute war ich laufen, hat es halt so richtig geschüttet. Ja. Wenn du so im Sommer, wir hatten heute einen Tag 28 Grad, es war richtig heiß und schwül und auf einmal kam so ein Gewitter mit Wolkenbruch und ich laufe dann um die Alster und bin einfach nur am Grinsen die ganze Zeit. Und ich merke dann, wenn ich Menschen begegne und sich zufällig die Blicke treffen, weißt du, wie die dann zurücklächeln. Und ja, das total. Kommt nur durch diese Ausstrahlung. Und wenn ich es nicht mache, dann passiert das nicht. Und das genau. ist eine schöne Metapher auch für andere Dinge im Leben. Ne? Das, was du nach außen gibst, das kriegst du auch zurück oder nimmst auch die in Anführungszeichen Realität da draußen ganz anders wahr, durch einen vielleicht positiveren Filter. Ja, und das ist umgekehrt eben auch sehr schwierig, wenn ich eben sehr, ja, wenn ich halt schlecht gelaunt bin und ich meckere den ganzen Tag und dann meckere ich auf der Arbeit weiter mit meinen Kollegen, da kommst du ja auch wiederum nicht mehr so raus, ne? Und dann, das gibt ja dann auch so Tage, wo wir dann schlecht gelaunt sind und denken, boah, heute kommt alles auf einmal und dann stehen wir noch im Stau und dann ist die Schlange zu lang und ja, das ist also da auch so die Ruhe zu bewahren. Zum Beispiel eine prima Übung, wenn ich einkaufen gehe und die Schlange ist zu lang, ja. Manchmal jetzt Corona-Zeiten dürfen wir sogar vor dem Supermarkt anstehen. So, aber so wenn ich drin anstehe, dann mache ich mir daraus zum Beispiel so ein Ernährungsspiel. Dann gucke ich immer, was die anderen Leute aufs Band legen und dann versuche ich schnell die Kalorien und Fettgehalte zu überschlagen oder versuche die Zeit zu nutzen. Oder ich denke mir so, hey, rote Ampel, prima. Das ist jetzt meine Gelegenheit, mal 2, 3 tiefe Atemzüge zu nehmen, die so schön sind. So tiefe Atemzüge habe ich heute noch gar nicht genommen, ja. Es ist immer, worauf du dich konzentrierst und mir gefallen alle Bücher, ich höre auch gern Podcasts, ich gehe auch gerne auf so Seminare, alles, was dich irgendwie, was dich weiterbringt, aber nicht nur in so einem höher, schneller, weiter, wie werde ich Millionär, sondern ja, wie werde ich einfach glücklich und das hat sehr, sehr viel mit deiner Einstellung zu tun und ob du immer die Fehler siehst bei anderen Menschen auch oder ob du einfach immer die Chance siehst. Gibt es einen Lieblingsmisserfolg in deinem Leben? Also was ich damit meine, ist etwas, was sich im Nachhinein vielleicht als Glücksfall herausgestellt hat. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja diesen schönen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das heißt, wir sind ja oft so in Situationen, dass Dinge nicht klappen oder irgendwas blöd ist oder wir haben eine Trennung und dann einige Zeit später denken wir, oh, ein Glück, ja, das war ja eigentlich ganz gut so, wie es gekommen ist. Ich erinnere mich an so ganz frühere Zeiten. Ich bin ja eigentlich gelernte Journalistin und ich wollte halt nach meinem Studium unbedingt zum Radio. Und ich war sehr engagiert und ich habe überall Bewerbungen geschrieben. Aber das ist natürlich auch so eine Branche, da kommst du nicht so klassisch über Bewerbung rein. Das ist dann auch Empfehlung. Aber das Problem ist, wenn du Anfänger bist, dann will dich ja keiner, weil du Anfänger bist, aber du brauchst ja auch irgendwann mal die Chance, damit du kein Anfänger mehr bist, ne? Und ich habe dann damals über ein Radiopraktikum, da war ein Moderator, der mich sehr mochte und der hat sich dann sehr für mich eingesetzt, dass ich da mal vielleicht redaktionell mal mehr einsteigen könnte. Und ich hatte ein Bewerbungsgespräch und ich dachte, Mensch, das Ding habe ich im Sack, ja? Der hat mich da empfohlen. Normalerweise war da auch für so ein Gespräch 1 Jahr Wartezeit, das war richtig heftig und ich kam da an und ich wollte und so und der Typ mochte mich nicht. Es ist dann aus dem Job nichts geworden und der hat dann auch gesagt, ja, also sie würden hier in der Redaktion ja untergehen. Ich so, okay, danke, sie mich auch, ja. Also es war halt für mich eine totale Niederlage. Ich war damals natürlich noch nicht so selbstbewusst wie heute, ich konnte mich nicht so gut verkaufen und ich bin da super geknickt rausgegangen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil das war mein Traumradiosender. Da wollte ich hin. Aber wie es dann eben so kam, dann bin ich einfach zu einem anderen Sender, wo ich dann auch irgendwie viel besser aufgehoben war. Und witzigerweise, das ist eigentlich noch die Schlusspointe, das hat allerdings dann noch fast 10 Jahre gedauert, dann war ich irgendwann mal
in einem benachbarten Fernsehsender und da war ich dann auch schon mit No Time to Eat unterwegs. Das war so vor ungefähr 2 Jahren und da war ich nämlich öfter auch Ernährungsexpertin im Fernsehen. Und da war ich in einer Redaktion, wo dieser Chef von diesem Radiosender damals, der mich nicht haben wollte, dort in einer tieferen Position war als ich. Ah. und das, also weiß ich nicht, der hatte da auch irgendwo komplizierte Geschichte, der hatte da als Chef da auch mal irgendwie so Mist gebaut und der durfte dann, hat dann seinen Posten verloren und musste dann so ein bisschen weiter unten wieder sich quasi von vorne hocharbeiten und irgendwann hieß es so, ja, der Herr XY, Sarah, dem schickst du jetzt noch diese Sachen, was du da für deine Show brauchst. Ich so, ach, den kenne ich doch. Ja, und so spielt das Leben manchmal, ja. Und plötzlich bist du ganz woanders und durch No Time to Eat. Wir wissen ja nie, was passiert. Welcher Glaubenssatz oder das Thema auch Mindset, welcher Glaubenssatz hat dich im Leben in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren am meisten vorangebracht? Die Überzeugung, dass ich der Creator meines Lebens bin. Also dass ich entscheide, wo es in meinem Leben lang geht und dass ich nicht Opfer der Umstände bin. Ich glaube, das war so für mich auf der ganzen Reise, auch im Businessaufbau, aber auch, ja, in allen Bereichen, ja, das war wirklich das Wichtigste, weil man denkt das bei mir nicht, weil die Leute sehen mich auf Instagram, die sehen mich erfolgreich, ich bin immer positiv und so, aber ich war vor 5, 6 Jahren ein ganz anderer Mensch. Also ich war sehr negativ, ich habe auch viel gemeckert, ich habe ganz viel Wut auch irgendwie in mir getragen. Also ich habe viel Streit gehabt mit Menschen und dann habe ich immer gedacht, alle wollen mir was Böses und keiner hat mich lieb und alle sind gegen mich. Also das war wirklich furchtbar und irgendwann habe ich verstanden, dass ich einfach ganz alleine verantwortlich bin für mein Lebensglück und dass nicht der Chef schuld ist oder irgendein Mann, der mich geärgert hat oder die Freundin oder die Mama. Nein, ich entscheide, wie ich mit den Dingen umgehe. Ich entscheide, sehe ich die Chance oder sehe ich das Problem? Ja, ich entscheide auch nach einer Trennung, ich sag mal, wie lange ich leide, wie lange ich in diesem Opfermodus bin. Und ich habe dann auch, weil ich eben selber mich auch viel habe coachen lassen, also ich bin überzeugt davon, dass Coaching, ob es im Bereich Ernährung ist, Fitness, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching ist einfach die Abkürzung. Ja, warum soll man alle Fehler selber machen? Man kann sich auch Menschen suchen, die einfach da sind, wo man hin will und von denen lernen. Und da habe ich einfach sehr schnell gelernt, ich kann mich selber glücklich machen, ich kann selber in meine Kraft kommen, ich bin nicht abhängig von anderen Menschen. Wenn andere irgendwas doof finden, was ich mache, ist nicht schlimm, ja. Ich kann ja in den Spiegel schauen und das macht natürlich auch stark und das macht auch selbstbewusst. Also im Endeffekt ist es die Eigenverantwortung und jeder, der das hört, es ist egal, ob du selbstständig bist, angestellt, du gestaltest dein Leben, ja, du entscheidest, welchen Podcast hörst du? Welche Bücher liest du? Lässt du dich berieseln? Schaust du dir was an, was dich voranbringt? Hörst du Leuten zu, die ständig nur meckern und dich runterziehen? Oder hast du den Mut, dich da auch ein Stück weit zu lösen? It's your choice. Ja, Mensch, Sarah, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich schon fast sagen. Bevor wir aber zum Ende kommen, habe ich irgendwas noch nicht gefragt, was ich hätte fragen sollen. Gibt es irgendein Thema, was wir noch ausgelassen haben? Höchstens, wann wir wieder was zusammen machen. Ja, nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, das war jetzt wirklich so viel. Wir haben über Rezepte gesprochen, wir haben über die Alltagsorganisierung gesprochen. Ich fand es toll, dass wir auch ein bisschen noch über das Mindset gesprochen haben. Nee, Marc, hast du wunderbar gemacht. Ich bin mit der Frage ein bisschen überfordert, weil ich fand, das war ein wunderbares Roundup. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich die Quintessenz, ist die Einstellung zu den Dingen. Ja, also egal, ob du dir deine Fitness anschaust, deine Ernährung, Ziele haben, dranbleiben, sich mit der eigenen Motivation beschäftigen und immer glauben, dass du einfach der Kapitän oder die Kapitänin deines Schiffes bist. Wenn du mit dieser Haltung durchs Leben gehst, dann kann dir nichts passieren. Sarah, vielen Dank. Und ja, wenn man mehr von dir wissen will oder mit dir in Kontakt treten will, wo findet man dich am besten? Ja, also danke auch dir, lieber Marc. Und das Beste ist bei mir wirklich mein Instagram-Kanal. Da bin ich sehr, sehr aktiv. Einfach Sarah_Czernigow. Das verlinkst du sicher auch. Und auch wenn man No Time to Eat eingibt, findet man mich auch. Auf Instagram bin ich wirklich jeden Tag aktiv und
mache auch viele Stories. Das heißt, ich begleite also sozusagen auch die Menschen, die können teilhaben so an meinem Essensalltag, um sich da nochmal so ein bisschen Inspiration zu holen. Und da sind auch alle News immer als erstes auch bezüglich Podcast. Wenn irgendwie vielleicht mal neues Buch in Planung ist, ist Instagram die beste Adresse, um auch gerne mit mir in Kontakt zu treten. Ich lese und antworte noch selbst auf meine Nachrichten. Ich schaff's gerade noch so. Super, vielen, vielen Dank. Du hast das letzte, allerletzte Wort. Du kannst eine Nachricht auf all den Smartphones da draußen aufpoppen lassen. Was steht denn da drauf? Vielleicht every day is day one, ja, egal wo du gerade stehst, wenn du ein paar Kilo zu viel hast und denkst, ey, ich möchte jetzt abnehmen, mein Ziel ist noch so weit, ey, every day is day one, du kannst jeden Tag neu entscheiden, auch wenn gerade Sachen nicht gut klappen, hol dir ein paar gute Rezepte, nimm dir unsere Tipps zu Herzen, hol dir von Marc die Fitness-Tipps und dann stehst du in 2 Monaten schon ganz woanders, wie wo du vielleicht heute stehst und gibt ja diesen berühmten Satz, in einem Jahr wünschst du, du hättest heute angefangen, also starte jetzt. Diese Fitness mit Marc-Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95, auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 pro Monat und zwar für die ersten 6 Monate. Geh dazu auf fmmbuch.de und sicher dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf FMM wie Fitness mit Marc, also fmmbuch.de gehst. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Hey, cool, dass du noch dran bleibst. Mensch, das war eine coole Folge mit Sarah und es war die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Das heißt, die nächsten Wochen gehst du aber nicht leer aus, sondern wir haben uns wie jedes Jahr mal angeguckt, was sind wirklich die beliebtesten Folgen, die populärsten, meistgehörten Folgen der letzten Monate. Und die haben wir für dich nochmal zusammengestellt. Und die nächsten Wochen bekommst du ein Best-of von Fitness mit Marc. Und wir hören uns dann nach der Sommerpause wieder mit neuen Themen und neuen Gästen. Bleib dran und alles Gute. Bis dann.